Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Heute habe ich eine ganz besondere Deko für dich für Frühling und Ostern, eigentlich fürs ganze Jahr, weil wir wunderschöne kleine Pflanztöpfchen ganz easy aus Gießbeton machen. Für Anfänger absolut geeignet, geht wirklich ganz einfach. Die kann man das ganze Jahr benutzen. Als Deko-Töpfchen, als Kerzenständer und, und. Dazu gibt es eine schöne Bepflanzung. Und als erstes ein Tipp, wie du vielleicht am Herbst selber Blumen, Zwiebeln legen, stecken kannst und dann im Frühjahr viele Blumen hast zum selber dekorieren. Und Deko-Ideen dazu aus meiner Blumenwerkstatt findest du in meinem Kanal ganz viele. So, nun der Tipp. Dann machen wir zusammen Beton und dann pflanzen wir zusammen und ich hoffe sehr, es gefällt. Und im Abspann habe ich dann noch mal so einen Frühlingsspot für dich mit ganz vielen neuen Ideen aus meinem Kanal. Viele sind schon da, manche kommen erst. So, und jetzt wollen wir einfach anfangen und vor allen Dingen auch diese wahnsinnig schönen Farben der Blumen genießen. Zuerst noch mal ein Tipp von mir. Ich pflanze mir oder steck mir im Herbst, das kann ruhig schon Oktober, November sein, in vorhandene Kübel einfach viele, viele Blumenzwiebeln. Im Discounter gibt es die dann meistens für ein Appel und ein Ei. Und dann pflanze ich mir die, stecke mir die in Kübel, die ich schon habe, stelle sie an einen dunklen, kühlen Ort oder, naja, nicht unbedingt dunkel. Eine Garage wäre toll. Bei uns ist es der Stall, weil wir ein Fachwerkhaus haben mit Stallungen drumherum und da steht das gut. Wenn man das macht, muss man aber ab und zu mal angießen, weil die Blumenzwiebeln vertrocknen sonst. Also immer mal gucken, dass die Erde ein klein wenig feucht ist. Das ist ganz wichtig. Und so habe ich im Frühjahr meine Kübel schon fertig. Manche stelle ich komplett, wie sie sind, raus. Andere nehme ich mir nach und nach die Blumenzwiebeln, die Blüten heraus. Ganz viele verschiedene Sorten an Frühlingsblühen und verwende sie dann in meinen einzelnen Deko-Elementen, die ich jetzt schon gezeigt habe oder noch zeigen werde. Das ist günstig, das ist toll. Die Blüten, die ich früher brauche, die hole ich dann einfach rein, stelle sie drinnen in einen warmen, hellen Raum und dann treiben die auch schon im Januar, Februar vor. Das ist so ein Tipp für den Herbst von mir. So, und dann würde ich sagen, wir machen jetzt da dieses kleine, feine Deko-Glas. So, jetzt kommen wir zur Grundmischung von unserem Beton. Ich nehme am liebsten so einen alten Eimer. Da waren Schokokusse drin. Es gibt es auch mit Popcorn und so. Und dann kann man die immer wieder super verwenden. Darin sind jetzt zwei Becher. 500 Gramm habe ich jetzt da jeweils einen Becher. Eine Dose. Zwei Dosen Sand. Ich nehme am liebsten Sandkastensand, den Saharasand, den feinen. Erstens mal ist es günstig. Er schmiert nicht so, er ist nicht rötlich, sondern hell. Ich kann ihn gut transportieren, den gibt es im Angebot und der ist ganz günstig. Wie gesagt, sehr praktisch, ist er schon eingepackt und ich kann ihn so gut transportieren. Ihr könnt aber auch jeden anderen Sand nehmen. Und dazu auch wieder zwei Dosen voll Zement, handelsüblichen Zement, ganz egal welche, ganz einfachen, billigen. Und dazu mache ich jetzt erst einmal eine halbe Dose Wasser. Jeder Sand bindet anders ab und mischt das gut durch. Ich habe jetzt einen alten Löffel. Auch vorher vielleicht noch mal Sand und Zement miteinander mischen. Das hatte ich jetzt schon ein bisschen gemacht. So, jetzt mache ich noch eine halbe, also hätte ich schon eine ganze. Aber ich mache das lieber immer nach und nach. Wie gesagt, jeder Sand bindet anders ab, nimmt mehr Wasser an oder auch weniger. Wir brauchen für unseren Gießbeton, sagt schon der Name, einen gießfähigen Beton. Kommt schon ganz gut hin. Dann muss er so lange rühren oder kneten, auch mit dem Handschuh, bis keine Klümpchen mehr da sind und bis der wirklich richtig schön gießfähig ist, wie so ein Biskuitteig etwa. Also muss wirklich gut laufen. Und jetzt dann nochmal zur Mischung. Bei mir sind jetzt da
zwei Dosen, Sand zwei Dosen, Zement eine Dose Wasser darin. Und das sieht wirklich schon sehr gut aus. Das muss noch ein bisschen durchgerührt werden. Ich nehme einen alten Rührlöffel, einen alten Löffel, den ich immer wieder benutze. Und in diesem Eimer. Wenn es dann angerührt ist, nehme ich gern einen Topf oder einen alten Messbecher mit Zotte. Dann kann ich schön eingießen. So. Stellen wir einen Moment auf die Seite, aber nicht lang, der bindet sehr, sehr schnell ab. Ich nehme als Untergrund immer gern ein Tablett, ein Backblech, eine Holzplatte oder so. Stülp dann einen Müllbeutel drüber hin, dann brauche ich nicht so viel putzen. Hier sind zwei Schalen schon mal. Da war Salat drin von der Salatbar. Die sehen ganz toll aus. Von Rewe zum Beispiel. Die haben ein tolles Muster. So, und dann brauche ich noch ein Innenleben. Das waren die Becherchen vom Spaghetti-Eis. Hier habe ich ganz normales Speiseöl drin. Ein Stückchen vom Aufwaschschwamm. Und da fahre ich dann außen drum herum. Ich möchte den Becher ja auch wieder rausbekommen aus der Gießform. Und so geht es am einfachsten. Ich mache jetzt erstmal zwei, ich mache dann noch mehr. So. Nachdem es eingeölt ist, ganz wichtig, man muss es beschweren, sonst wird es nach oben gedrückt. Und dazu kann man ein Steinchen nehmen oder einfach mal Sand, den man noch ein bisschen nass gemacht hat oder nass macht. Desto mehr Gewicht hat das Ganze. Wenn ihr alles beide so nicht einsetzen wollt, kann man auch wirklich mal Kleingeld hinein machen. Dann passiert ja nichts. Einfach was schwer ist. So. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Beton. Das muss wirklich zügig gehen. Der bindet ganz schnell ab. So, ich muss ihn noch ein bisschen rühren und dann füllen wir schon ein. Auch die Schalen nochmal innen drin gut ausölen mit dem Schwämmchen. Desto einfacher geht alles raus. Wenn ihr es vergesst und habt nicht eingeölt, nicht verzweifeln, dann einfach die Schalen aufschneiden und dann kann man es auch abziehen. So, jetzt schon mal für den Boden Beton einfüllen. So, dass das wirklich gut bedeckt ist. Wir wollen ja Boden haben, damit wir auch eine Standfläche und eine Tragkraft haben. So. Mal klopfen zwischendurch, dann gucken, wie passt. Sieht gut aus. So, als mehr hinein, weil unser Gewicht drückt ja den Beton dann nach oben. Mal gucken, der verdrängt ja auch viel. Das Becherchen mit dem Sand. Und ich mache dann nicht so viele auf einmal, weil einfach der Beton bindet sehr schnell ab. Und ich muss ja auch in Ruhe einfüllen können. So, jetzt drücken wir es langsam hinein. Und das passt gut. So, vielleicht noch ein bisschen. Wir klopfen dann nochmal. So, dass Unebenheit wegkommt. Und dann immer nochmal nachdrücken. So, man kann auch mal einen großen Stein drauflegen noch. Damit man wirklich richtig Gewicht auf die Schälchen draufkriegt. Nächstes Schälchen. Nee, erst klopfen. Ja, damit die Oberfläche schön wird. So, Schälchen hinein, schön in die Mitte. Runterdrücken, runterdrücken. Ja. Und ich suche mir jetzt noch einen dicken Stein, lege das drauf und mache dann auch andere. Und das ist jetzt die Grundform von unseren tollen, einfachen Schalen mit dem Betonrezept. Bei dieser Dekoschale habe ich jetzt eine Thunfischdose genommen, die gut eingeölt mit Steinen befüllt. Das gibt auch einen ganz tollen Innenrand.
Ihr müsst nur mal so gucken, nach 5 bis 10 Minuten kann es sich noch mal hochgedrückt haben, das Ganze. Dann einfach noch mal niederdrücken und dann hält das im Grunde auch und kann austrocknen. Den Tipp mit meinen Blumenzwiebeln hatte ich dir jetzt schon mal gezeigt. Und jetzt sind die Schalen schön trocken und dann wird ganz einfach bepflanzt. Da es aus Beton ist, sind die absolut wasserfest. Dann kann man die Frühlingsblühe einfach so hineinsetzen. Kann schön gießen. Können noch Ästchen dabei legen, ein bisschen Moos dazu tun und können natürlich auch gerne noch mit Blumenzwiebeln arbeiten, mit Tulpen, die wir dann auch einpflanzen. Sicher ist es jetzt noch ein bisschen, wie soll ich sagen, leer, aber mit Ästen drumherum, etwas Moos, hat man dann eine tolle Deko. Schön festdrücken. Ich setze auch meine Blumenzwiebeln ganz in Erde, nicht nur oben drauf, weil das schützt sie noch ein bisschen, wenn man es doch draußen hinstellen mag, nicht unbedingt drinne, dann geht es da gut rein. Und das möchte ich nicht. Die drei kann man jetzt einzeln auf den Tisch stellen oder auf eine längliche Platte, wie eine Kuchenplatte, nebeneinander stellen. Und dann geht das auch ganz einfach. Und man braucht es nur einmal anfassen, wenn man es umdekorieren oder umstellen möchte. Was immer ganz schön ist, ist so noch ein bisschen Natur mit reinbringen. Zum Beispiel, ich habe hier Efeuranken. Die legen wir uns einfach mal im Kreis und wickeln sie in sich. Wenn die Blätter dann abfallen, das dauert aber eine ganze Weile, hat man dann sowieso noch so einen kleinen Kranz. Kann man teuer kaufen. Einfach in sich gewickelte Ranken. Da gibt es aber von mir auch Tutorials, wo man richtig tolle Kränze machen kann. Herzen. So, und das lege ich einfach darüber hin. So. Dann nehme ich ganz gerne auch noch mal so eine Steinplatte. Das ist jetzt Schiefer. Und noch ein bisschen Moos dazu. Das deckt alles so ein bisschen ab, man kann trotzdem durchgießen und vielleicht einfach noch mal ein Ästchen. Und wenn dann die Blumenzwiebel sehr schön aufgeblüht ist, die Tulpe, dann habt ihr eine ganz tolle Deko selber gemacht. Mit den immer wieder zu verwenden Betontöpfchen, die auch als Kerzenständer ganz toll sind, als Adventskranz und. Da gibt es auch viele Ideen in meinem Kanal. Und dann hoffe ich sehr, auch diese Idee hat dir gefallen. Du konntest mit mir die Farbenpracht ein bisschen genießen, auch die ersten Sonnenstrahlen, was Wunderschönes. Und dann wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Schau doch wieder mal rein, schreib mir was. Ich freue mich immer. Und dann alles Liebe, Kerstin. Tschüss.